Das Familienritual. Unter den mancherlei Widersprüchen im Charakter meines Freundes Sherlock Holmes war mir einer immer besonders auffallend. Es gab wohl in geistiger Beziehung keinen methodischeren Menschen auf Erden als ihn, und auch was seine Kleidung betraf, trug er stets eine gewisse Genauigkeit und Akkuratesse zur Schau. Trotzdem war er aber im täglichen Leben so unordentlich, dass es seinen Stubengefährten zur Verzweiflung treiben konnte. Ich selbst hänge durchaus nicht zu sehr an Äußerlichkeiten. Das raue, harte Leben in Afghanistan, vereint mit meinem natürlichen Hang zur Ungebundenheit, hat mich in manchen Dingen weit nachlässiger gemacht, als es sich eigentlich für einen Mediziner schickt. Aber immerhin beobachte ich gewisse Grenzen. Und wenn ich mit jemandem zusammenwohne, der seine Zigarren im Kohlenkasten und den Tabak in einem persischen Pantoffel aufbewahrt und der seine unbeantworteten Briefe mit dem Jagdmesser einfach an dem hölzernen Kaminsims aufspießt, dann komme ich mir, im Vergleich zu ihm, musterhaft ordentlich vor. Auch bin ich stets der Meinung gewesen, dass wer sich im Pistolenschießen üben will, es draußen im Freien tun sollte. Wenn sich daher Holmes in einer seiner wunderlichen Stimmungen mit der Schießwaffe und 100 Stück Patronen in den Lehnstuhl setzte und auf die Wand gegenüber als Verzierung seinen Namenszug mit Kugelnamen einschrieb, so wurde dadurch meiner Überzeugung nach weder die Luft noch das Aussehen unseres Zimmers verbessert. Unsere Wohnung war voller Chemikalien und allerlei Andenken an Kriminalfälle, die sich überall herumtrieben und oft in der Butterdose oder an noch unpassenderen Orten auftauchten. Mein größtes Kreuz waren aber seine Papiere. Ein Schriftstück zu vernichten widerstand ihm im höchsten Grade, besonders wenn es sich auf einen seiner interessanten Fälle bezog. Und doch brachte er es höchstens einmal alle Jahre zu dem Entschluss, die Sachen durchzusehen und zu ordnen. Wie ich schon öfter erwähnt habe, folgten bei ihm auf die Tage leidenschaftlicher Erregung, in denen er die merkwürdigen Taten vollbrachte, die seinen Namen berühmt gemacht haben, Zeiten völliger Erschlaffung. Er lag dann meist mit der Geige und seinen Büchern auf dem Sofa und rührte sich kaum vom Fleck, außer um sich zur Mahlzeit an den Tisch zu setzen. So häuften sich also seine Papiere von einem Monat zum anderen auf, bis es keinen Winkel des Zimmers mehr gab, in dem nicht Bündel von Manuskripten umherlagen, die unter keiner Bedingung verbrannt werden durften und über die, außer ihrem Eigentümer, niemand verfügen konnte. Als wir einmal an einem Winterabend miteinander beim Kamin saßen, erlaubte ich mir die Bemerkung, er werde nun wohl genug Auszüge von Kriminalakten in sein Sammelbuch geklebt haben und solle die nächsten 2 Stunden dazu verwenden, unser Wohnzimmer nur einigermaßen aufzuräumen und einen menschlichen Zustand herzustellen. Dass mein Verlangen vollständig gerechtfertigt war, ließ sich nicht leugnen. So begab sich denn Holmes mit einem sehr langen Gesicht in seine Schlafstube, und als er gleich darauf wiederkam, schleifte er einen großen Blechkoffer hinter sich drein. Er stellte ihn mitten ins Zimmer, kauerte sich auf einen Schemel daneben und schlug den Deckel zurück. Der Koffer war etwa zu einem Drittel mit vielen einzelnen rot verschnürten Papierbündeln angefüllt. Falls Sie einmal Nachschub für Ihre literarischen Ergüsse benötigen, mein lieber Watson, hier drin finden Sie Fälle im Überfluss. So, so. Wenn Sie wüssten, was ich alles in diesem Koffer habe, Sie würden mich bitten, es herauszunehmen, statt noch mehr hineinzulegen. Das sind wohl die Akten über Ihre älteren Sachen. Schon oft habe ich mir gewünscht, Auszüge davon zu besitzen. In der Tat. All dies sind Aufzeichnungen zu meinen frühen Fällen, die ich löste, bevor mein Biograf erschien, um meinen Ruhm zu verkünden. Er nahm ein Bündel nach dem anderen heraus und betrachtete es mit fast zärtlichen Blicken. Freilich ist mir nicht alles gelungen, Watson. Aber es sind einige hübsche kleine Probleme darunter. Ja, dies hier zum Beispiel. Die Aufzeichnungen über den grausamen Mord in Tarleton. Oder die sonderbare Geschichte des Weinhändlers Bambury. Ach, und hier, das Abenteuer der alten Russin. Oder dies, ja, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen.
das sonderbare Vorkommnis mit der Aluminiumkröcke. Ach. Ja, und natürlich Ricoletti mit dem Klumpfuß und sein abscheuliches Weib. Aha. Und hier, ja, ja, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Er holte aus der Tiefe des Koffers ein kleines hölzernes Kistchen mit einem Schiebedeckel hervor, das wie eine Spielzeugschachtel aussah. Darin lag ein zerknittertes Stück Papier, ein altmodischer bronzener Schlüssel, ein Holzpflock, um den ein Knäuel Bindfaden gewickelt war, und drei verrostete Metallplättchen. Holmes lächelte über mein verwundertes Gesicht. Nun, Watson, was sagen Sie dazu? Es ist eine merkwürdige Sammlung. Ja, sehr merkwürdig. Und die Geschichte, die damit zusammenhängt, würde Ihnen noch absonderlicher vorkommen. Also, es knüpft sich eine Geschichte daran? Ja, genau genommen sogar ein Stück Weltgeschichte. Wie ist das möglich? Holmes nahm die Gegenstände nacheinander heraus und legte sie in einer Reihe auf den Tisch. Dann zog er einen Stuhl heran, setzte sich und betrachtete sie mit befriedigten Blicken. All diese Dinge hängen mit dem Musgrave-Ritual zusammen. Ich hatte ihn schon öfters von dem Fall reden hören, doch war es mir nie gelungen, etwas Näheres darüber zu erfahren. Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie mir die Sache einmal erzählen wollten. Gern, aber dann bliebe ja all der Krimskrams, wie Sie es nannten, doch wieder liegen. Wie verträgt sich das mit Ihrer Ordnungslebe, Watson? Aber es wäre mir wirklich lieb, wenn Sie den Fall unter Ihre Berichte aufnehmen könnten. Er enthält Aspekte, die weder in der Verbrecherchronik unseres Landes noch in irgendeiner anderen verzeichnet sind. Ihre Schilderung meiner geringen Taten würde unvollständig sein, wenn jener bizarre Fall dabei fehlte. Nun, also, inzwischen kennt jeder meinen Namen, nicht zuletzt dank Ihres literarischen Talents. Nicht nur das Publikum, sondern auch die Polizei betrachtet mich als die letzte Instanz bei hoffnungslosen Fällen. Schon damals, als wir beide uns zum ersten Mal trafen, hatte ich eine Menge Beziehungen geknüpft. Aber Sie können sich nicht vorstellen, mit welchen Schwierigkeiten ich anfänglich zu kämpfen hatte und wie lange ich warten musste, bis ich nur einigermaßen vorwärts kam. Weiß Gott nicht. Meine erste Londoner Wohnung befand sich in der Montagu Street, ganz nahe beim Britischen Museum. Dort saß ich, wartete auf Klienten und nutzte zugleich meine reichlich vorhandene Freizeit zum Studium von mancherlei Wissenschaften, die in mein Fach schlugen. Dann und wann wurden mir, hauptsächlich durch Vermittlung früherer Universitätsfreunde, kleinere Probleme vorgelegt. Von diesen ersten Fällen hat jedoch keiner ein so allgemeines Interesse erregt wie die Geschichte vom Ritual der Familie Musgrave. Mhm. Reginald Musgrave war mit mir auf der Universität gewesen. Doch wurden wir damals nur flüchtig bekannt. Er galt als hochnäsig und arrogant. Aber mir schien, dass er die stolze Miene nur zur Schau trug, um seinen großen Mangel an Selbstvertrauen zu verbergen. Sein Auftreten war ganz das eines Adligen. Der schmale Nasenrücken, die großen Augen, die schlanke Gestalt mit den schlaffen Bewegungen und den höfischen Manieren, alles verriet den geborenen Aristokraten. Tatsächlich war er der Abkömmling einer der ältesten Familien des Königreichs. Genauer gesagt stammte er aus der jüngeren Linie, die sich im 16. Jahrhundert von den im Norden ansässigen Musgraves getrennt und im westlichen Sussex niedergelassen hatte. Ihr Schloss in Hurlstone ist das älteste noch bewohnte Gebäude der ganzen Grafschaft. Wenn ich die stolze Haltung des Mannes und sein bleiches, scharf geschnittenes Gesicht betrachtete, musste ich unwillkürlich an graue Torgewölbe, steinerne Erkerfenster und eine mittelalterliche Burg denken. Hier und da unterhielten wir uns miteinander, und ich erinnere mich, dass er ein großes Interesse für meine Beobachtungen und Deduktionen zeigte. Seit 4 Jahren hatte ich nichts von ihm gehört, als er eines Tages in der Montagu Street auftauchte. Er hatte sich kaum verändert. Die Jahre schienen spurlos an ihm vorübergegangen zu sein. Wie ist es Ihnen in der Zwischenzeit ergangen, Musgrave? Nun, bestimmt haben Sie gehört, dass mein Vater vor 2 Jahren verstorben ist. Seitdem verwalte ich das Gut in Hurlstone. Und da ich zugleich Abgeordneter des Bezirks bin, kann ich über Langeweile gewiss nicht klagen. Aber was ist mit Ihnen, Holmes? Stimmt es, was ich gehört habe? Sie haben Ihr Hobby mittlerweile zum Beruf gemacht? Ja, das ist richtig. Großartig. Denn ich brauche dringend Ihren Rat, mein Bester. Bei uns in Hurlstone sind wunderliche Dinge geschehen.
Und die Polizei ist außerstande, Licht ins Dunkel zu bringen. Nichts lieber als das. Bitte, Musgrave, erzählen Sie mir mehr. Er nahm mir gegenüber Platz und zündete sich eine Zigarette an, die ich ihm angeboten hatte. Also, wo beginne ich? Nun, gutes Personal ist heute schwer zu bekommen, das wissen Sie natürlich. Gewiss. Und wenn dann ein Wildpark zum Anwesen gehört und um die Zeit der Fasanenjagd alljährlich viele Gäste im Hause sind, weiß man sich glücklich zu schätzen, wenn man einen tüchtigen Butler hat. Brunton ist wirklich eine Perle, Holmes. Da Sie Ihre Erzählung mit ihm beginnen, gehe ich davon aus, dass ihm eine Schlüsselrolle zukommt. Daher, Musgrave, geben Sie mir bitte alle Informationen, die Sie über ihn besitzen. Jede Kleinigkeit kann wichtig sein. Gern. Tja, er war eigentlich Lehrer, aber ohne Stelle. Vor über 20 Jahren kam er zu uns. Durch große Umsicht und Tatkraft machte er sich bald unentbehrlich. Er ist ein schöner Mann von hohem Wuchs, mit prächtiger Stirne. Er ist 42 Jahre alt, wirkt aber deutlich jünger. Bei seinen äußeren Vorzügen und seiner ungewöhnlichen Begabung, er spricht mehrere Sprachen, ist sehr musikalisch und spielt fast alle Instrumente, ist es eigentlich ungewöhnlich, dass er sich mit der Stellung eines Butlers zufrieden gab. Er hätte es weiterbringen können, wenn nicht gar müssen. Aha, das ist schon ein interessanter Punkt. Aber bitte, weiter. Ich habe mir das immer so erklärt, dass er es genoss, bei uns so etwas wie der Hahn im Korb zu sein. Die Dienstmädchen himmelten ihn an. Solange Bruntons Frau lebte, spielte das keine große Rolle. Sie verstand es, ihren Don Juan stets rechtzeitig zu bremsen. Leider starb sie vor einigen Monaten. Und seitdem herrscht unter unserem weiblichen Personal ein ständiger Kleinkrieg. Vor einigen Wochen hatte ich die leise Hoffnung, es könnte damit aufhören, denn Brunton verlobte sich mit Rahel Howells, dem zweiten Hausmädchen. Aber bereits wenige Tage später war es damit schon wieder vorbei. Brunton hatte sich in Janet Tregellis, die Tochter meines Försters, verguckt und die Verlobung gelöst. Ah, und diese Rahel Howells hat es ohne Gegenwehr hingenommen? Ganz im Gegenteil, sie ist Waliserin, Holmes, stolz und aufbrausend. Seither fliegen die Fetzen. Ich hatte schon daran gedacht, einen von ihnen zu entlassen. Aber Sie taten es nicht. Noch nicht, Holmes. Noch nicht. Aber lassen Sie mich weiter berichten. Natürlich. Nun, Brunton schien das alles kalt zu lassen. Er erledigte seine Aufgaben zuverlässig wie immer. Bis zu jenem einen Abend, als ich nicht einschlafen konnte und daher noch einmal spät in die Bibliothek hinunterging, um mir ein Buch zu holen. Als ich im Flur war, sah ich, dass in der Bibliothek Licht brannte. Hatte ich es brennen lassen? Nein, ich war mir sicher, es gelöscht zu haben. Sollten Einbrecher im Hause sein? Nein, die würden kaum die Deckenbeleuchtung einschalten. Vorsichtig schob ich die Tür auf und sah Brunton. Er saß in meinem Lesesessel und schmauchte genüsslich ein Pfeifchen. Was hat das zu bedeuten, Brunton? Stellen Sie sich vor, Holmes. Der Kerl war noch nicht mal übermäßig erschrocken. Guten Abend, Sir. Mehr sagte er nicht. Nur guten Abend, Sir. Ich war aufs Äußerste verärgert. Natürlich. Ich warf einen Blick auf den Tisch, an dem er gesessen hatte. Dort befand sich nichts von Bedeutung. Ein Bleistift, eine Kerze und das Familienritual. Einen Moment. Das Familienritual? Was ist das? Ach, bloß ein altes Dokument mit einem völlig unverständlichen Text. Traditionsgemäß wird es an den ältesten Sohn überreicht, der es dann bei einer Gedenkfeier aufsagen muss und sich verpflichtet, es seinerseits an seinen ältesten Sohn weiterzugeben. Aha. Nun gut. Bitte erzählen Sie weiter. Tja, ich musste ihn natürlich entlassen. Selbstredend. Brunton, Sie können gehen. Packen Sie Ihre Sachen. Sehr wohl, Sir. Gute Nacht, Sir. Nachdem ich den Schreibtisch, in dem noch der Schlüssel steckte, wieder verschlossen hatte, wollte ich eben das Zimmer verlassen, als Brunton zu meiner Überraschung noch einmal zurückkehrte. Sir, ich kann die Schande nicht ertragen. Von jeher bin ich stolz auf meine Stellung bei Ihnen gewesen und die Schmach überlebe ich nicht. Können Sie mich nach dem, was vorgefallen ist, nicht länger im Dienst behalten, so gewähren Sie mir wenigstens eine Kündigungsfrist.
Lassen Sie mich zum Ende des nächsten Monats fortgehen, als ob ich gekündigt hätte. Sie wissen, dass ich Ihnen ein derart ehrloses Verhalten nicht durchgehen lassen kann. Aber ich habe Verständnis für Ihre Lage, Brunton. Auch rechne ich Ihnen natürlich an, dass Sie unserem Haus 20 Jahre treue Dienste geleistet haben. Danke, Sir. Dennoch, Brunton, kann ich Ihnen eine Frist dieser Länge nicht gewähren. Aber, Sir, ich... Eine Woche, Brunton. Sie haben eine Woche. Jawohl, Sir. Die nächsten Tage lief alles wie gewohnt. Brunton tat so, als wäre nichts vorgefallen. Tja, und dann... Dann war er plötzlich verschwunden. Verschwunden? Oh, nun wird's interessant. Sie haben gewiss nach ihm suchen lassen, das übrige Personal befragt. Aber gewiss, Holmes. Doch wir fanden keine Spur von ihm. Und noch etwas Seltsames ist vorgefallen. Bitte, ich bin sehr gespannt. Nun ja, als ich Rahel Howells zu mir kommen ließ, da... Da sah sie furchtbar aus. Alle Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen. Sie zitterte wie Espenlaub. Meine Liebe, Sie sehen fürchterlich aus. Ist Ihnen nicht gut? Es geht schon. Ich... Nein, keine Widerrede. Sie legen sich sofort ins Bett. Und wenn sich Brunton wieder anfindet, soll er den Doktor holen. Brunton? Brunton ist weg. Den sieht niemand wieder. Sie verfiel in einen fast tranceähnlichen Zustand, Holmes. Und dann, nachdem sie ein oder zwei Minuten stumm dagesessen hatte, wie zur Salzsäule erstarrt, bekam sie einen heftigen Weinkrampf. Ich musste zwei der anderen Mädchen bitten, Rahel auf ihr Zimmer zu bringen. Wirklich sehr interessant, mein lieber Musgrave. Äußerst interessant. Und Brunton blieb tatsächlich verschwunden? Wir haben das ganze Haus und alle Nebengebäude durchsucht, ohne eine Spur von ihm zu entdecken. Niemand hat ihn seit dem vorherigen Abend zu Gesicht bekommen. Das Bett in seinem Zimmer war nicht benutzt worden. Seine Kleidung war noch vollständig vorhanden. Lediglich ein Anzug fehlte. Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben, Holmes. Nein, das ganz sicher nicht. Sagen Sie, wie ging es mit Rahel Howells weiter? Kam sie wieder zur Vernunft? Konnten Sie sie zu Brontons Verschwinden befragen? 2 Tage lang war Rahel Howells Zustand kritisch. Sie redete im Fieber, verfiel in einen hysterischen Zustand, sodass eine Pflegerin nachts bei ihr wachen musste. In der 3. Nacht wurde die Kranke endlich ruhiger. Aber dann, tja, dann war plötzlich auch Rahel Howells verschwunden. Was? Wie konnte das passieren? Wo sie doch eine Krankenschwester am Bett hatte. Eine Krankenschwester, Holmes, die 2 Tage und Nächte ununterbrochen Wache gehalten hat. Sie war mit ihren Kräften am Ende. Und als sie in der 3. Nacht sah, dass Rahel sanft schlief, nickte auch sie im Lehnstuhl ein. Ah, natürlich. Kein Mensch hält es lange ohne Schlaf aus. Ganz recht. Und als sie früh am Morgen erwachte, stand das Fenster offen. Das Bett war leer und von der Kranken fehlte jede Spur. Man weckte mich sofort und ich machte mich mit 2 Dienern auf, um nach dem Mädchen zu suchen. Wir fanden Fußabdrücke vor dem Fenster. Daher wussten wir, wohin sie gegangen war, nämlich zum nahen Weiher. Der See ist an dieser Stelle über 8 Fuß tief und Sie können sich unseren Schrecken denken, als wir sahen, dass sich die Spur der armen Geisteskranken am Ufer verlor. Ich ließ sogleich Stangen holen und den See durchkämmen, aber wir förderten nichts zutage außer Gerümpel und einem alten Lederbeutel. Tja, Holmes, nun kennen Sie alle Umstände. Die Polizei der Grafschaft ist mit ihrem Latein am Ende. Sie sind meine letzte Hoffnung. Sie können sich gewiss vorstellen, Watson, wie begierig ich diesem seltsamen Bericht gelauscht hatte. Oh ja, Holmes, das kann ich. Der Hausmeister war fort, das Mädchen ebenfalls nicht aufzufinden. Rahel hatte Brunton geliebt, er hatte sie verlassen und sie hasste ihn. Sie war feurig und leidenschaftlich und befand sich unmittelbar nach seinem Verschwinden in der schrecklichsten Aufregung. Der Beutel mit dem sonderbaren Inhalt, welche Bedeutung hatte er? War er von Rahel Howells auf der Flucht ins Wasser geworfen worden?
Alle diese Einzelheiten mussten in Betracht gezogen werden, aber durch keine derselben kam ich der Sache auf den Grund. Von welchem Punkt war die Verwicklung ausgegangen? Wo steckte das Ende des verwirrten Knäuels? So wie ich Sie kenne, werden Sie einen Weg gefunden haben, es zu entwirren. Freilich, aber es sollte noch ein klein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Nun, Watson, ich musste den Ausgangspunkt ermitteln. Und ich war mir sicher, dass dieser jenes Dokument war, das Brunton in der Nacht studiert hatte. Mir scheint, ein wesentlicher Punkt sind die Papiere, die Brunton aus ihrem Schreibtisch geholt hat. Sie haben sie nicht zufällig bei sich? Nein, aber das Ritual, das Familienritual, kann ich in- und auswendig. Oh, dann bitte, ich bin begierig, es zu hören. Wessen war sie? Dessen, der von uns ging. Wer soll sie haben? Der, der kommt. Welcher Monat war es? Der 6. ab dem 1. Wo war die Sonne? Über der Eiche. Wo war der Schatten? Unter der Ulme. Wie wurde geschritten? Nach Norden 10 bei 10. Nach Osten 5 bei 5. Nach Süden 2 bei 2. Nach Westen 1 bei 1. Gen Hades letzt. Was sollen wir dafür geben? All unser Gut. Weshalb geben wir es hin? Weil uns anvertraut ward. Später hat er mir das Original ausgehändigt und überlassen, Watson. Hier, lesen Sie selbst. Das Original trägt kein Datum, aber der Schreibweise nach muss es aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei der Lösung jenes Rätsels hilfreich sein wird. Da wäre ich mir nicht so sicher. Warum hat Brunton es hervorgeholt in jener Nacht? Nein, Musgrave, es ist sogar von elementarer Bedeutung für unseren Fall. Ich glaube, dass Brunton den verborgenen Sinn des Rituals erkannt hat. Den verborgenen Sinn? Welcher sollte das sein? Ich habe Vermutungen, aber diese kann ich nur an Ort und Stelle überprüfen. Das lässt sich doch leicht bewerkstelligen. Warum kommen Sie nicht direkt mit? Natürlich nahm ich das Angebot an, Watson. Wie ich bereits eingangs sagte, stapelten sich die interessanten Fälle nicht gerade auf meinem Schreibtisch. Immer noch kaum zu glauben. Und doch wahr. Nun, viel zu packen hatte ich nicht. Noch am selben Nachmittag trafen wir in Hallstone ein. Vielleicht haben Sie einmal eine Abbildung des berühmten alten Schlosses gesehen oder eine Beschreibung davon gelesen. Nein, ich glaube nicht. Nun, es hat einen L-förmigen Grundriss. Der ältere Teil bildet einen nach Norden führenden kurzen Balken, der neu angebaute Flügel einen langen nach Osten weisenden. Über dem Portal des alten Gebäudes ist die Jahreszahl 1607 eingemeißelt. Aber alle Sachverständigen stimmen darin überein, dass Balken und Mauerwerk in Wirklichkeit bedeutend älter sind. Verständlicherweise wird heutzutage nur noch der neue Flügel benutzt. Natürlich. Ein prachtvoller Park mit herrlichen alten Bäumen umgab das Haus. Der Weiher, von dem Musgrave gesprochen hatte, lag dicht an der breiten Allee, etwa 200 Meter vom Wohngebäude. Ich war mir längst sicher, Watson, dass die drei Rätsel im Grunde nur ein einziges waren. So wandte ich dann meine ganze Aufmerksamkeit dem seltsamen Schriftstück zu. Warum lag wohl dem langjährigen Diener der Familie so viel daran, dieses zu entschlüsseln? Tja. Offenbar, weil er etwas darin sah, was allen Familienmitgliedern seit Jahrhunderten entgangen war. Etwas, von dem er sich einen persönlichen Vorteil versprach. Aber was konnte das sein? Und welchen Einfluss hatte es auf sein Geschick gehabt? Also mir fällt dazu nichts ein. Das heißt, Moment, ein Schatz vielleicht? Ist das Ritual gar eine Art Wegweiser? Eine Schatzkarte? Also im übertragenen Sinne natürlich. Bravo, Watson. Zu eben diesem Schluss kam damals auch ich. Nun, also, zuallererst enthält das Ritual eine Zeitangabe. Der 6. Monat ab dem 1. Juni. Exakt der Monat, in dem wir uns befanden. Aber es gab noch eine zweite, eine genauere Zeitangabe. Der Stand der Sonne. Genau. Dann haben wir die Eiche und die Ulme, Ortsangaben. Und natürlich Richtungs- und Entfernungsangaben. 10 bei 10 war eine Entfernung, die man zurücklegen musste.
Die jeweiligen Himmelsrichtungen, in die man zu gehen hatte, waren ebenfalls angegeben. Jetzt galt es zunächst, eine passende Eiche und Ulme zu finden. Zum Glück konnte Musgrave mir weiterhelfen. Es kann nur diese Eiche gemeint sein. Sie stand gewiss schon hier, als das Ritual aufgesetzt wurde. Vermutlich schon vor der Eroberung Englands durch die Normannen. Sehr gut. Haben Sie auch ebenso alte Ulmen? Nein, leider nicht. Wir haben zwar noch einige alte Bäume im Park, aber es sind fast alles Buchen. Nach dem Ritual müsste in der Nähe der Eiche eine Ulme stehen. Nun, da stand auch eine, bis vor 10 Jahren. Alt und morsch, aber sie trieb jedes Jahr fleißig neue Blätter. Aber dann schlug eines Tages der Blitz in den Baum. Da mussten wir ihn fällen. Die Reste wanderten in den Kamin. Kann man die Stelle noch sehen? Jawohl. Andere Ulmen gibt es nicht? Nein, keine aus der Zeit des Rituals. Gut. Dann zeigen Sie mir bitte den Standort jener Ulme. Wir gingen zu dem Platz auf dem Rasen, wo die Ulme gestanden hatte. Es war auf halbem Weg zwischen dem Haus und der Eiche. Wäre es wohl möglich herauszufinden, wie hoch die Ulme gewesen ist? Das kann ich Ihnen genau sagen. Sie war 64 Fuß hoch. Woher wissen Sie das? Mein alter Hauslehrer. Er liebte solche Spielchen. Als Knabe habe ich die Höhe eines jeden Baumes und sämtlicher Gebäude auf dem Gut ausgerechnet und kenne diese bis heute. Bitte, Musgrave, das ist wichtig. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Hat Sie Brunton auch einmal nach der Höhe der Ulme gefragt? Ja, ja. Jetzt, da Sie mich darauf bringen, fällt mir ein, dass Brunton mich wirklich vor einigen Monaten nach der Höhe jenes Baumes befragt hat. Er hatte angeblich mit dem Stallburschen gewettet. Dies war der Beweis, dass ich auf dem richtigen Weg war, Watson. Ich blickte zur Sonne hinauf. Sie stand bereits tief am Himmel. In gut einer Stunde würde sie die höchsten Äste der alten Eiche treffen. Eine Bedingung des Rituals war dann erfüllt. Nun musste ich nur noch ermitteln, wohin der Schatten der Ulme fallen würde. Das muss recht schwierig gewesen sein, Holmes. Die Ulme war ja nicht mehr da. Richtig. Aber Brunton hatte es geschafft, also musste ich es auch schaffen. In Wirklichkeit war es leichter, als es den Anschein hat. Ich ging mit Musgrave in sein Studierzimmer, schnitzte mir den Holzpflock, den Sie hier sehen, und knüpfte diesen langen Strick daran, bei dem ich jeden Meter durch einen Knoten kennzeichnete. Dann band ich 2 Angelruten aneinander, deren Länge genau 6 Fuß betrug, und ging mit meinem Klienten wieder an die Stelle, wo die Ulme gestanden hatte. Die Sonne streifte eben die höchsten Wipfel der Eiche. Ich steckte die Angelrute aufrecht in den Boden, sah, wohin ihr Schatten fiel, und maß ihn ab. Er war gerade 9 Fuß lang. Aber natürlich, der gute alte Dreisatz. Wenn eine Angelrute von 6 Fuß einen 9 Fuß langen Schatten warf, wie lang war dann der Schatten einer 64 Fuß hohen Ulme? Genau 96 Fuß. Ich maß die Strecke aus, kam dabei fast bis an die Mauer des Hauses und steckte meinen Holzpflock dort fest. Sie können sich meine Begeisterung vorstellen, als ich kaum 2 Zoll von meinem Pflock entfernt eine trichterförmige Vertiefung im Boden bemerkte. Ja? Hier musste seine Messung geendet sein. 10 by 10. Das bedeutet 10 Schritte mit jedem Fuß, also insgesamt 20 Schritte nach Norden. Und ich stand direkt vor der Hauswand. Anschließend 10 Schritte nach Osten und 4 nach Süden. Dadurch gelangte ich bis dicht an die Schwelle der alten Tür. Die 2 Schritte nach Westen musste ich dann im Inneren des Hauses auf den Steinfliesen des Hausflurs machen. Tja, und da stand ich nun, mitten im Flur. Und um mich herum nichts. Links und rechts die Wände. Unter mir die Steinplatten des Fußbodens. Nirgendwo eine Ritze, keine Spalte. Aber Holmes, es geht ja noch weiter. Sie haben das zum Hades letzt vergessen. Natürlich, Musgrave. Was wäre ich ohne Sie? Hades, die Unterwelt aus der griechischen Mythologie. Welcher Raum befindet sich genau unter meinen Füßen? Ein Keller, ebenso alt wie das Gebäude. Durch die Tür dort geht es hinab. Na dann los. Worauf warten wir noch? Wir stiegen eine Wendeltreppe hinunter. Mein Gefährte strich ein Zündholz an und machte Licht in einer großen Laterne, die auf einem Fass in der Ecke stand. Der verwischte Staub gab uns Gewissheit. Wir waren am richtigen Ort.
Jemand musste hier erst vor kurzem die Mitte des Raumes von Gerümpel befreit haben. Unser Blick fiel auf eine große, schwere Steinplatte mit einem verrosteten Eisenring in der Mitte, an dem ein wollenes, kariertes Halstuch festgebunden war. Aber das ist ja Bruntons Tuch. Ich habe es ihn oft tragen sehen. Wie kommt das hierher? Das werden wir gleich wissen. Wir müssen die Steinplatte wegschieben. Kommen Sie. Mit vereinten Kräften schafften wir es, die schwere Platte zur Seite zu buchten. Ein schwarzes Loch gähnte zu unseren Füßen, und als Musgrave mit der Laterne hinunterleuchtete, sahen wir eine etwa 7 Fuß tiefe Kammer, die ungefähr 5 Fuß im Geviert maß. Oh mein Gott, das ist ja Brunton! In dem schmalen Loch lag ein Mann in schwarzem Anzug. Er hatte die Arme nach beiden Seiten ausgestreckt, die Handflächen nach oben gekehrt. Die Fingerspitzen waren blutig. Neben dem Toten stand eine eisenbeschlagene Holztruhe. Im Schloss steckte ein Schlüssel. Der Deckel stand offen. Wir hoben Brunton aus dem Verschlag. Er musste qualvoll erstickt sein. Dann nahm ich die Laterne und stieg selbst hinunter. In den Ecken lag eine dicke Staubschicht. Sonst nichts. Die Truhe war leer, bis auf ein paar grünspanbedeckte Scheibchen. Vielleicht Münzen. Ich muss gestehen, dass ich das Ergebnis meiner Forschung als große Enttäuschung empfand. Nach meiner Berechnung sollte das Problem gelöst sein, sobald ich den Ort gefunden hatte, auf den das Ritual hinwies. Aber mir kam es in diesem Augenblick vor, als wäre ich weiter denn je vom Ziel entfernt. Zwar war es uns gelungen, den unglücklichen Brunton zu finden, doch galt es noch, sein Geschick zu enträtseln und zu ermitteln, welche Rolle das verschwundene Mädchen dabei gespielt hatte. Tja. Und dann fiel es mir ein, Watson. Aha. Und was genau? Es waren 2 Personen nötig gewesen, um die massive Steinplatte zur Seite zu wuchten. Musgrave und ich hatten es kaum geschafft, sie anzuheben. Erst als wir eine Eisenstange zur Hilfe nahmen, konnten wir sie durch Hebelwirkung beiseite schieben. Und wir waren beide jung und sportlich. Brunton war Anfang 40. Allein hätte er es niemals geschafft. Er musste also Hilfe gehabt haben. Richtig. Und jetzt denken Sie an das, was Ryle Howells gesagt hatte, kurz bevor sie ihren Nervenzusammenbruch bekam. Brunton ist weg, den sieht niemand wieder. Exakt. Was anderes konnte das bedeuten, als dass sie von seinem Schicksal gewusst hatte? Dann war sie bei ihm, als er in das Loch hinunterstieg. Richtig. Sie hat ihm geholfen. Aber ich war mir sicher, sie wären auch zusammen zu schwach gewesen, die Platte zur Seite zu drücken und anschließend wieder einzusetzen. Was also war geschehen? Tja, ich habe keine Ahnung. Nun, es war eigentlich ganz einfach. So wie Musgrave und ich schafften sie es, die Platte einige Zentimeter anzuheben. Damit der Spalt offen blieb, hatten sie 2 dicke Scheite Kaminholz in die entstandene Öffnung geklemmt. Brunton kroch durch die Lücke ins Versteck und reichte, was immer sich in der Truhe befunden hatte, heraus. Ja, so weit, so gut, Holmes. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum Ryle Howells ihm überhaupt geholfen hat. Ich dachte, sie wären zerstritten, seit er die Verlobung gelöst hatte. Denken Sie an das, was Musgrave gesagt hat. Er war eine Art Don Juan, ein Frauenliebling. So jemand dürfte keine Schwierigkeiten haben, eine Frau auch 2-mal herumzukriegen. Wer weiß, was er ihr alles versprochen hat. Erneute Verlobung, Heirat. Er konnte es nur umso leichter, da er wusste, dass er das Schloss ohnehin in ein paar Wochen würde verlassen müssen. Gut, aber warum lag nun Brunton tot in diesem Loch? Und Ryle Howells war spurlos verschwunden. Sie muss die Scheite mit dem Fuß weggestoßen haben. Warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Vielleicht hat Brunton ihr im Überschwang der erfolgreichen Schatzsuche gesagt, er brauche sie jetzt nicht mehr und sie solle sich zum Teufel scheren. Auf jeden Fall hat er sie verärgert. Sie, der temperamentvolle walisische Wildfang, trat kurzerhand zu. Die schwere Steinplatte krachte zurück. Mein Gott, welch ein schrecklicher Tod. Eingesperrt in einem engen Raum, umgeben von massivem Stein, schon bald nach Atem ringend, bis zuletzt mit den Fingern an den Ritzen kratzend. Deshalb ihr totenbleiches Gesicht, ihre zerrütteten Nerven, ihr hysterisches Gelächter am nächsten Morgen. Als ihr klar wurde, was sie getan hatte, ist sie zusammengebrochen. Aber
Was war in dem Kasten gewesen? Was hatte sie damit getan? Es konnte nichts anderes sein als der Lederbeutel, den Musgrave aus dem Weiher geborgen hatte. Sie musste den Sack bei ihrer Flucht hineingeworfen haben, um die letzte Spur ihres Verbrechens zu tilgen. Wohl 20 Minuten lang hatte ich reglos dagesessen. Musgrave stand noch immer mit bleicher Miene vor mir, schwang die Laterne hin und her und starrte in das Loch hinunter. Das sind Münzen aus der Zeit Karls des Ersten. Sie sehen, dass wir die Entstehungszeit des Rituals richtig geschätzt haben. Vielleicht findet sich noch etwas anderes, das Karl dem Ersten gehört hat. Lassen Sie mich den Inhalt des Beutels sehen, den Sie aus dem See gefischt haben. Wir begaben uns in sein Studierzimmer und dort zeigte er mir die einzelnen Stücke. Dass er dem Fund zunächst keine Wichtigkeit beigemessen hatte, begriff ich sofort, als ich einen Blick darauf warf. Das Metall war fast schwarz und die Steine matt und glanzlos. Ich rieb jedoch einen an meinem Ärmel und er strahlte wie ein Feuerfunke in meiner Hand. Das Metall hatte die Form eines doppelten Ringes. Allerdings war es so krumm und verbogen, dass ich nicht mehr erkennen ließ, was es ursprünglich gewesen sein mochte. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Partei der Königstreuen sich selbst nach Karls Tode noch eine Zeit lang in England behauptet hat. Und dass sie bei ihrer endgültigen Flucht manche ihrer Kostbarkeiten vergraben und zurücklassen mussten, um sie nach ihrer Rückkehr unter friedlicheren Verhältnissen wieder in Besitz zu nehmen. Mein Urahn, Sir Ralph Musgrave, war einer der angesehensten Kavaliere und die rechte Hand Karls des Zweiten während seiner Irrfahrten in der Fremde. Nun, dann hätten wir ja das Glied, das uns noch gefehlt hat. Ich muss Ihnen Glück wünschen, dass Sie freilich auf tragische Art in Besitz eines Schatzes gekommen sind, der außer seinem großen materiellen Wert auch von großer historischer Bedeutung ist. Ja, aber was ist es denn? Nichts Geringeres als die alte Krone Englands. Die Krone? Jawohl. Sehen Sie, wie lauten nochmal die Worte des Rituals? Wessen war sie? Dessen, der von uns ging. Damit kann nur der hingerichtete Karl der Erste gemeint sein. Wer soll sie haben? Der, der kommt. Damit ist natürlich sein Nachfolger gemeint, Karl der Zweite. Es steht wohl außer Zweifel, dass dies formlose und zerbrochene Diadem einst die Stirne der königlichen Stuarts geschmückt hat. Wie kam es aber, dass Karl bei seiner Rückkehr die Krone doch nicht erhielt? Dies ist der einzige Punkt, der wahrscheinlich immer ungeklärt bleiben wird. Vermutlich war der Musgrave, der um das Geheimnis wusste, in der Zwischenzeit gestorben. Er hatte seinen Nachkommen zwar die schriftliche Anweisung in Form des Rituals hinterlassen, welcher er jedoch aus irgendeinem Grunde keine Erläuterung beigefügt hat. Und sein Sohn verstand die Zeilen nicht. Von diesem Tage an ist das Schriftstück von Vater auf Sohn vererbt worden, bis es endlich einem Mann in die Hände fiel, der seine rätselhafte Bedeutung zu entziffern verstand. Und als er den Schatz heben wollte, bezahlte er mit seinem Leben dafür. Der arme Brunton. Das ist die Geschichte vom Familienritual der Musgraves, Watson. Die Krone wird noch heute in Halstone aufbewahrt. Doch hat man der Familie bei Gericht Schwierigkeiten gemacht und sie musste eine bedeutende Summe zahlen, bevor man ihr gestattete, das Kleinod zu behalten. Von Raoul Howells hat man nie wieder gehört. Sie ist aller Wahrscheinlichkeit nach Übersee geflohen und hat die Erinnerung an ihr Verbrechen mitgenommen.
Belladonna. Holmes und sein Begleiter erreichten den Wiener Westbahnhof mit einer Verspätung von über 2 Stunden. Sie bestiegen einen von 2 müden Rössern gezogenen Landauer, der sie zum Hotel Astoria in die Kärntner Straße bringen sollte. Taxis waren knapp in jenen dunklen Februartagen des Jahres 1917. Der Großteil des Benzins war für militärische Zwecke beschlagnahmt. Immerhin befanden sich Österreich-Ungarn und England im Krieg gegeneinander, was die Einreise 2er Briten nicht gerade erleichterte. Doch der Detektiv hatte mit einem Empfehlungsschreiben vorgesorgt. Sein Bruder Mycroft besaß trotz der heiklen politischen Lage gute Kontakte zum Wiener Außenministerium. Es war bereits finster. Die Hauptstadt der Donaumonarchie war nur spärlich beleuchtet. Dennoch blickte der etwa 50-jährige Sir Ivor, der einen dicken Wintermantel mit Pelzkragen trug, voll Interesse in die düsteren Straßen der absterbenden Großstadt, während der 63-jährige Holmes, die Augen geschlossen, sich geistig auf die Tage in Wien vorbereitete. Der Londoner Komponist Sir Ivor Binch, der Holmes gegen ein beträchtliches Honorar gebeten hatte, ihn auf dieser Reise zu begleiten, war noch ahnungslos. Er wusste nicht, was ihn erwartete. Die Luft über der Stadt war stickig warm. Ein heftiger Föhnwind, begleitet von mildem Regen, hatte die letzten Schneereste schmelzen lassen und fegte Zeitungspapier durch die Maria-Hilfer-Straße. Sir Ivor, dem heiß geworden war, knöpfte den Mantel auf, nahm den Hut vom Kopf und legte ihn auf seine Knie. Auf seiner Stirn glänzte Schweiß. Der Musiker war aufgeregt, hatte er doch das Ziel endlich erreicht. Ein Ziel, das die Erfüllung eines seiner größten Wünsche überhaupt verhieß. Sir Ivor sollte in den Besitz eines wunderbaren Musikinstrumentes gelangen, einer schwarzen Violine, der schwarzen Stradivari. Ein Brief, den er bei sich trug, war die Ursache seiner Reise in das ferne Wien und auch der Grund, warum er den berühmten Detektiv als Berater und Begleiter engagiert hatte. Das mit der Hand geschriebene Schriftstück gab keine exakte Adresse an, wohl aber einen Absender. Stradivari-Loge London war in schwarzen Lettern am oberen Rand des Büttenpapiers gedruckt. Im Brief forderte man Sir Ivor auf, sich unverzüglich nach Wien zu begeben und dort weitere Nachrichten abzuwarten. Er sei von der Loge auserwählt, nach dem Tod des Vorbesitzers Eigentümer der schwarzen Stradivari zu werden, bis zu seinem eigenen Ableben. Wer das seltene Instrument nach ihm bekäme, liege erneut ausschließlich im Ermessen der Logenmitglieder. Im Herzen Wiens, bei der Oper. Besser hätten wir es nicht treffen können. Eine junge, sehr blass wirkende Frau in einem schwarzen Pelzmantel gehüllt, taumelte an den beiden Engländern vorbei. Holmes wich ihr geschickt aus, sodass sie direkt vor Sir Ivor zu stehen kam. Sie schlang ihre unter dem Fell nackten Arme um den Hals des Dirigenten und sagte etwas auf Deutsch, das die Männer nicht verstanden. Ihre Augen waren weit aufgerissen und wirkten durch die stark vergrößerten Pupillen fast schwarz. Sir Ivor löste die Arme der Frau von seinem Hals und brachte sie auf Distanz. Unsicher wie eine Blinde setzte sie ihren Weg fort und Holmes und der Musiker betraten das Astoria. Um 8:30 des nächsten Tages trafen sich die Männer im Frühstücksraum im ersten Stockwerk, in dessen Spiegeln die wenigen Flammen der Kerzen auf den Tischen mehrfach reflektiert wurden und so vergeblich den Eindruck von Opulenz vorzutäuschen versuchten. Das Gebotene war für die Engländer enttäuschend. Es fehlten Tee, Toast, Speck und Rührei. Stattdessen gab es ein halbmondförmiges Stück Gebäck, viel zu süße Marillenmarmelade, etwas ungesalzene Butter und ein gekochtes Ei, das unappetitlicherweise noch in der Schale serviert wurde. Wenigstens der Kaffee war dunkel und stark. Wir warten auf ein Zeichen unserer Freunde. Dazu bin ich zu unruhig. Ich bin zum ersten Mal in dieser Stadt der Musik. Ich werde die Atmosphäre der Kunstmetropole auf mich wirken lassen und... Ich halte Sie nicht zurück. Gehen Sie ruhig. Ich schlage vor, wir treffen uns um 3 Uhr wieder. Hier, zum Tee. Kellner, Frühstück bitte. Als Sir Ivor außer Sichtweite war, rief der Detektiv den Kellner zu sich, gab ihm reichlich Trinkgeld und erhielt endlich das ersehnte englische Frühstück, das er in den letzten Tagen so schmerzlich vermisst hatte. Thank you.
Noch immer keine Nachricht. Tja, wir brauchen Geduld, mein Bester. Grundgütiger, was ist denn das? Kellner! Ja, bitte? Was in Teufels Namen ist das für ein widerwärtiges Getränk? Rum. So? Aber einer der billigsten Sorte. Das Zeug würde in England nicht mal ein Matrose trinken. Schaffen Sie es weg. Bitte. Natürlich, der Herr. Begeistert erzählte Sir Ivor von seiner Begegnung mit Hans Gregor, dem Direktor der Hofoper. Er zeigte keine Vorurteile im Gespräch mit mir. Die Musik lässt alle politischen Widrigkeiten vergessen. Ein wunderbarer Mann, der trotz der schwierigen finanziellen Situation seines Hauses für Überraschungen gut ist. Absolut sensationell ist seine Entdeckung von Richard Strauss. Sie kennen doch den Rosenkavalier, Mr. Holmes? Als der Angesprochene nicht antwortete, folgte Sir Ivor Binch dessen Blick, der starr auf das Fenster zur Straße gerichtet war. Durch die vom Regen beschlagene Glasscheibe erkannte nun auch der Dirigent zwei schwarze Augen. Belladonna, Ihre Freundin von gestern. Die Frau im Maulwurfsmantel, geblendet vom Tageslicht wie eines dieser Tiere. Ich glaube, sie will etwas von Ihnen. Verschonen Sie mich mit diesem verkommenen Weibsstück. Na, so kenne ich Sie ja gar nicht. So einen Ton einer Dame gegenüber. Warten Sie einen Moment, ich werde Sie zu uns bitten. Holmes erhob sich, verließ den Salon und bat die Frau im schwarzen Pelz an ihren Tisch. Er hatte sie am Arm gepackt und stützte die schwankende Gestalt. Wie am Abend zuvor waren ihre Pupillen stark geweitet. Unter ihrem linken Arm trug sie ein Paket, das in eine schwarze Decke gehüllt war. Sprechen Sie Englisch, Madam? Ein wenig, mein Herr. Ein wenig. Der Mann an meiner Seite ist Sir Binch. Für ihn ist der Gegenstand bestimmt, den Sie mit sich führen. Die Frau im Pelz legte das Paket auf den Kaffeehaustisch. Ja, aber es ist doch nicht etwa... Schauen Sie nach. Behutsam nahm der Dirigent das Bündel an sich. Er zögerte, den harten Gegenstand aus der schwarzen Hülle zu ziehen. Nur zu. Sie sind am Ziel Ihrer Wünsche. Als der Mann noch immer nicht handelte, schlug Sherlock Holmes das schwarze Tuch zurück und entnahm ihm Geige und Geigenbogen. Alles in tiefem Schwarz. Mein Gott! Die schwarze Stradivari. Die Frau im Pelz erhob sich vom Sessel und wollte gehen. Einen Augenblick. Ich würde mich gern erkenntlich zeigen. Nein, nein, ich bitte Sie. Das ist absolut nicht notwendig. Ich habe es gern getan. Wer schickt Sie? Freunde der Musik. Sie sind selbst Künstlerin? Oh ja. Ich durfte die Stradivari spielen seit seinem Tod. Seit dem 28. Dezember. Seit dem Tod von Eduard Strauss am 28. Dezember 1916. Die Vorbesitzer dieser wohl berühmtesten Geige der Welt waren Eduard Strauss, Antonio Salieri und ein Landsmann von uns, der Engländer John Taylor. Woher haben Sie dieses Wissen, Holmes? Sie vergessen, dass auch ich mich im Besitz einer Stradivari befinde. Ich weiß. Das war der Hauptgrund, warum ich mich in dieser Angelegenheit an Sie gewendet habe. Doch beantwortet das nicht meine Frage. Ein wunderbares Instrument. Ich bedauere, dass ich es nicht länger spielen kann, aber vielleicht ist es auch besser so. Die Herren, ich muss mich jetzt leider verabschieden. Wichtige Verpflichtungen, Sie verstehen? Ich muss sie sofort spielen. Sie begleiten mich doch auf das Zimmer, Mr. Holmes. Natürlich. Kaum waren Sherlock Holmes und Sir Ivor Binch im Hotelzimmer des Dirigenten angelangt, begann Sir Ivor, die schwarze Violine zu stimmen. Unvergleichlich, Mr. Holmes. Der lebendige Ton der menschlichen Stimme. Ich weiß. Schließlich begann Sir Ivor auf dem Instrument zu musizieren. Zurückhaltend, leise am Anfang, bis er von der Akustik der schwarzen Stradivari überwältigt, immer schneller, immer heftiger wurde in seinem Spiel.
Sir Ivor verlor sich in Variationen zu Gustav Mahlers 7. Sinfonie, dem Lied der Nacht. Holmes schien es, als ob es an jenem Dienstagnachmittag im Februar bereits Nacht geworden wäre. Der Raum war kühl und dunkel. Die Musik ähnelte dem Flackern einer Kerzenflamme, die jeden Augenblick zu verlöschen droht. Sir Ivors Augen waren weit geöffnet, die Pupillen groß und schwarz. Holm ließ den Mann gewähren und lauschte dem Geigenspiel, das immer stärker abweichend von Mahlers Partitur eigenständige Züge annahm. Gegen Abend berührte Holmes den Mann an der Schulter und deutete ihm, er möge eine Pause machen. Verwirrt setzte Sir Ivor den Bogen ab. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ich sehe Licht. Kaltes, weißes Licht. Alles ist hell. Alles leuchtet. Holmes erkannte am Unterkiefer des Mannes, dort, wo er die Geige angesetzt hatte, einen länglichen blauschwarzen Schatten im selben Farbton, in dem auch die Stradivari gehalten war. Holmes schlug seinem Begleiter vor, ein Nachtmahl mit ihm einzunehmen. Er könne anschließend weiterspielen. Zögernd legte Sir Ivor das Instrument beiseite und folgte Holmes unsicher in den Speisesaal des Astoria in das erste Stockwerk. Wieder waren die Herren gar nicht angetan vom Angebot der Speisen. Zu fett, zu schwer. Hauptsächlich Schweinefleisch und das noch in einem gebackenen Mantel aus Brotkrumen. Die Marinade der Salate war sauer, fast ätzend. Nur der kühle Weißwein ungarischer Herkunft mundete. Allmählich kehrte Farbe in Sir Ivors Gesicht zurück. Seine Augen verloren den Fieberglanz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin fassungslos. Das Instrument ist einzigartig. Gewiss, die einzige schwarze Stradivari überhaupt. Warum gerade ich? Auch Ihre Vorgänger waren große Musiker, Eduard Strauss, Antonio Salieri. Und ein Engländer namens John Taylor, wie Sie gestern bemerkten. Nun, Taylor spielte zwar Geige, ist aber auf diesem Gebiet eher als Laie zu betrachten. Aha. John Taylor war Arzt, Augenarzt. Er behandelte die Augenerkrankungen, den grauen Star des großen Johann Sebastian Bach. Und er operierte Georg Friedrich Händel. Deshalb hat man ihn mit der schwarzen Stradivari belohnt. So scheint es, obwohl... Obwohl? Obwohl es heißt, dass Händel erst nach der Operation erblindete. Und... Und? Und Bach an den Folgen des Eingriffs starb. Taylor selbst war am Ende seines Lebens blind wie ein Maulwurf. Und dann gelangte die Geige in den Besitz von Antonio Salieri, den man den Vorwurf macht, das Genie Mozart behindert, wenn nicht gar ermordet zu haben. Was sagen Sie zu diesem Verdacht? Aus beruflicher Sicht? Ich schließe es nicht aus, muss aber gestehen, dass ich mich nicht wirklich damit beschäftigt habe. Aber... Sehen Sie, Salieri starb geistig und körperlich gelähmt im Jahre 1825. Hier verliert sich die Spur der schwarzen Stradivari, bis sie wieder im Besitz von Eduard Strauss auftauchte. Ich vermute, dass man in diesen Jahren keinen würdigen Besitzer für die Violine fand. Und dieser Eduard Strauss? Er war der Sohn des großen Johann Strauss und der Bruder von Josef und Johann Strauss. Von ihm weiß man, dass er seine größten Kompositionen relativ spät, ab dem Jahr 1908, schuf. Bis zum Dezember vorigen Jahres? Ganz genau. Das heißt, dass er 1908 in den Besitz der Stradivari gelangte. Möglich. Auf jeden Fall befreite er sich im Jahr 1907 von der Übermacht seines Vaters und der Brüder, indem er deren Partituren verbrannte. Sie meinen... Am 22. Oktober 1907 belud Eduard Strauss einen Pferdewagen mit Papier und fuhr damit zur Firma eines Keramikbrenners. Als der Fabrikbesitzer erkannte, dass es sich um das Musikarchiv des Strauss-Orchesters handelte, versuchte er, Eduard Strauss von seinem Vorhaben abzuhalten. Vergeblich. Strauss setzte sich vor die Öfen und überwachte persönlich das Verbrennen des musikalischen Vermächtnisses seines Vaters und der Brüder. Der Vorgang dauerte 5 Stunden. So umfangreich war das Material. Das ist ja schrecklich. Sie behaupten damit indirekt, dass diese Geige sich ausschließlich im Besitze von sehr unwürdigen Personen befand. Von Menschen, die... Die sich schwerste Verbrechen gegen die Musik schuldig machten. Ah, und Sie wussten das, als Sie sich entschlossen, mich auf dieser Reise zu begleiten.
Sherlock Holmes schwieg. Etwas gedämpfter Stimmung kehrte Sir Ivor Binch in Begleitung des Detektivs in sein Hotelzimmer zurück, wo er unverzüglich das kostbare Instrument zur Hand nahm und wieder zu spielen begann. Mozarts Eine kleine Nachtmusik begann mit dem Allegro in Form einer Sonate, veränderte sich aber in den Händen des Dirigenten derart, dass man das Original vergaß. Sir Ivor hatte begonnen, Mozarts Musik auf fantastische Weise zu variieren. Nach einer Stunde unterbrach Holmes das Spiel des Mannes. Sie fragen sich jetzt nicht mehr, warum Sie auserwählt wurden, die schwarze Stradivari zu spielen? Wie? Ach, das ist ohne Bedeutung in Anbetracht dieses göttlichen Instrumentes. Dennoch erachte ich es als meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass der Gebrauch dieser Geige nicht ungefährlich ist. Ihr Holz erscheint schwarz, weil es mit dem Saft der Tollkirsche, der Atropa belladonna, wie Botaniker sie nennen, imprägniert wurde. Die Substanz Atropin führt bei begabten Menschen zu einer nahezu unbegrenzten Steigerung ihrer Fähigkeiten, indem sie die Grenzen beseitigt, die uns unser Bewusstsein üblicherweise setzt. Aber, und deshalb ist es mir so wichtig, Sie darauf hinzuweisen, Atropin gelangt auch über Hautkontakt in die menschliche Blutbahn und führt, über längere Zeit konsumiert, zu Lähmungen, auch der Lunge und des Herzens, und schließlich zum Tod. Man verwendet das Gift der Tollkirsche auch, um durch eine Beeinträchtigung des Ziliarmuskels die Pupille des Auges zu erweitern und so Frauen zu einem besonders betörenden Blick zu verhelfen. Die schöne Frau, die Belladonna, nimmt dafür unangenehme Sehstörungen in Kauf. Eine Beeinträchtigung des Sehvermögens, die auch Ihnen schon aufgefallen sein müsste. Ich sehe Licht. Ich sehe weißes, himmlisches Licht. Es ist in keiner Weise unangenehm. Wie auch immer. Ich habe Sie vor dem Instrument gewarnt. Die schwarze Stradivari würde Ihren sicheren Tod bedeuten. In einigen Monaten oder Jahren, je nach der Häufigkeit des Gebrauchs. Sie wussten von Anfang an Bescheid, Mr. Holmes? Ja. Sie stehen nicht auf meiner Seite. Sie sind Teil einer Verschwörung. Sie sind ein Mitglied der Stradivari-Loge, die... Die was? Sagen Sie es. Die Rache nimmt für die Schuld, die ich auf mich geladen habe. Bei diesen Worten sank der Mann auf die Knie, als wolle er beten. Erleichtern Sie Ihr Gewissen. Ich bin schuld am Tod eines der größten musikalischen Talente unseres Landes. Ich habe meinen Freund George in den Krieg geschickt, wo er umkam. George Butterworth. Das vielversprechende musikalische Talent, gefallen 1916 mit 31 Jahren in der Schlacht an der Somme. Ausgelöscht. Weil ich ihn dazu drängte, in den Krieg zu ziehen. Ich wollte ihn aus den Augen haben. Weg! Seinen Tod wollte ich nicht. George war zu groß. Wir wurden durch sein Talent zu kläglichen Handwerkern degradiert. Wie bei Mozart. Ja, wie Mozart. Bei diesen Worten hatte Sir Ivor die schwarze Stradivari ergriffen und begann zu spielen. Als Holmes am nächsten Morgen das Zimmer seines Begleiters betrat, musizierte dieser noch immer, die großen schwarzen Augen in imaginäre Fernen gerichtet. Holmes trat die Rückreise nach London unbegleitet an.